Die Klosterkirche aus vergangener Zeit. Ein vergrabener Schatz wird freigelegt. Im südöstlichen Harzvorland thronte einst ein mächtiges wirtschaftliches Zentrum, von dem heute nichts mehr zu sehen ist. Zerstört durch den Bauernkrieg im 16. Jahrhundert, verschwand die Metropole lange Zeit vom Antlitz der Erde. Bis jetzt. Denn hier liegt sie, die Ausgrabungsstätte mit den Überresten des Klosters Kaltenborn. In der Nähe von Altstädt im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde das Augustiner-Herrenstift im Jahr 1118 gegründet. Die Stifter waren der sächsisch-thüringische Graf Wichmann und seine Gemahlin. Vom Hochadel begünstigt und mit Schenkungen reich bedacht, entwickelte sich Kaltenborn zu einem der wohlhabendsten Klöster der Region. Vor 500 Jahren müssen Sie sich hier eine riesige Kirche vorstellen, einen Wirtschaftsbetrieb, eine Schäferei, Tierställe, zahlreiche Gebäude, Nebengebäude. Also das ist das Zentrum, das ist das wichtigste Kloster weit und breit. Das ist ein Augustiner Chorherrenstift, das ganz, ganz reich ist, das vom Landgrafen, dem Thüringer Landgrafen Ludwig dem Springer gestiftet ist, also ein ganz bedeutendes Kloster. Es gibt von Anfang an, vom 12. Jahrhundert bis ins 16. Jahrhundert, zahlreiche Aufzeichnungen, Urkunden über Geschäfte, die die gemacht haben, auch über einzelne Ereignisse. Auch die Bauernkriegszerstörung ist gut dokumentiert. Etwas problematisch ist, die besten Informationen haben wir aus Aufzeichnungen oder aus Aufsätzen, die über dieses Kloster angefertigt worden sind, vor dem Ersten Weltkrieg. Danach ist einiges durchs Land gegangen und viele Quellen, viele Urkunden sind seitdem auch zerstört worden. Da stehen wir am Anfang, das also dann historisch zu untersuchen. Was es in keiner Form gibt, ist irgendeine Abbildung dieses Klosters. Es gibt keinen irgendwie zuverlässigen Plan und keine Zeichnung weder des bestehenden noch des ruinösen Klosters, obwohl hier bis ins 19. Jahrhundert noch aufrechtstehendes Mauerwerk gewesen sein soll, aber hat leider eben nie jemand mal zur Feder gegriffen. Und es gibt eine Karte, wo so ein ganz stilisiertes Kloster eingezeichnet ist, aber das führt nicht weiter. Also das, wie das hier genau ausgesehen hat, müssen wir alles neu schöpfen, weil es also da keinerlei Erinnerungen oder Überlieferungen gibt. Vier Jahrhunderte lang türmte die Klosterkirche im Herzen des einstigen kulturellen Zentrums über zahlreichen Dörfern. Doch der Wohlstand und die Macht des Klosters sowie seine energische Abgabenerhebung erweckten Unmut in der betroffenen Bevölkerung. Mit Ausbruch des Bauernkriegs im Jahr 1525 spürte das Kloster den aufgestollten Groll der Unterdrückten. Die Abtei wurde zerstört. Hier hat man Kachelöfen, und zwar polychrome Kachelöfen, also mehrfarbige, in einer ausgezeichneten Qualität, wie sie nur der Herzog selbst hat. Und man lebte also wie die Fürsten und man predigte Wasser und man lebte Wein. Und das machte natürlich sicherlich die Bauern, die hier Jahrhunderte hohe Abgaben ablieferten und arbeiten mussten, sauer. Und als die Möglichkeit war, hier Rache zu nehmen und das Kloster zu plündern, hat man sich hier gerecht. Wobei immer zu bedenken ist, man wirft es immer den Bauern vor, aber häufig haben die Städter auch die Gelegenheit genutzt, hier natürlich Beute zu machen. Das Kloster wird so geplündert, dass es fast völlig abgetragen wird. Also die Mauern werden zerschlagen, es werden sogar die Steine geklaut. Aber man muss sich vorstellen, man reißt es von oben nieder und es entsteht ein riesen Schutthaufen. Und unterm Schutthaufen liegt der Rest begraben. Und deshalb haben wir die außergewöhnliche Pompeji-artige Situation, dass die Mauern meterhoch erhalten sind und man heute noch in der Kirche rumlaufen kann. Von seiner Plünderung konnte sich das Kloster bis zu seiner Aufhebung nicht mehr erholen. Die Ruine trug man letztendlich so gründlich ab, dass heute lediglich geringe Trümmerreste an einem Waldstück südwestlich von Emselo an das einstmals prächtige Gelände erinnern. Zuständig für die Ausgrabung ist das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Rund 15 Archäologen arbeiten unermüdlich an der Freilegung der Klosterkirche. Viele von ihnen sind Studenten aus verschiedenen Ländern wie Polen oder Spanien.
Wir machen hier eine Forschungsgrabung. Das heißt, wir sind hier als Forscher unterwegs. Das sind wir auch bei Notgrabungen. Aber hier graben wir mit einer ganz anderen Intention. Wir haben ein Forschungsprogramm zu den Klöstern. Das macht Herr Professor Biermann. Und wir graben hier sozusagen wichtige Klöster aus, die in Verbindung mit dem Bauernkrieg stehen. Und dieses Kloster Kaltenborn hier ist 1525 geplündert und zerstört worden. Und da haben wir jetzt eine fantastische Entdeckung gemacht. Bereits seit 4 Wochen finden die Ausgrabungen hier statt. Zum Vorschein kamen dabei einige Schätze und Relikte aus vergangener Zeit. Auf dem Tisch liegen natürlich die Preziosen einer solchen Grabung. Das sind im meisten natürlich Metallfunde. Die Metallfunde stammen hier aus der Voruntersuchung vor der Grabung und machten erst auf den Platz aufmerksam. Und aufgrund der Qualität der Metallfunde wurde dann entschieden, dort eine Forschungsgrabung zu machen. Und dann kommen natürlich bei der Grabung weitere Sachen, Münzen, Gürtelbeschläge, alles mögliche, Schreibgriffe, wie gesagt. Aber auch einfaches Handwerkszeug, sieht man hier, Axt, Hacke, Sicheln, Messer und so weiter. Und dann das besondere Siegburger Steinzeug in dem Fall, als hochwertige Keramik für diese Zeit. Und hier vorne diese grün glasierten Ofenkacheln, die in einem Kloster nicht sein durften, weil die Mönche eigentlich solche Öfen nicht besitzen sollten. Sie haben ja hier auch Münzen gefunden. Hier sind Prager Groschen zum Beispiel. Und der ist ja zur damaligen Zeit, war das kein Kleingeld? Nein, das war kein Kleingeld. Das war, hatte schon einen beträchtlichen Wert. Aber wenn man rechnet, dass das eines der bedeutendsten Klöster im weiten Umkreis war, eines der reichsten Klöster im weiten Umkreis und die Besatzung eigentlich im Grunde genommen aus ja oftmals auch adligen Söhnen und sowas bestand, dann sind Funde von solchem besseren Geld eigentlich auch keine Seltenheit. Das ist ja sowieso merkwürdig, weil man denkt immer an alte Klöster, das sind Mönche, die sind bettelarm, ja, und kümmern sich um die noch Ärmeren. Aber in Wirklichkeit waren das Söhne von irgendwelchen Grafen, nicht der Erstgeborene, vielleicht der Zweite, Drittgeborene. Ja, genau so ist es. Man muss da unterscheiden. Also die Mönche, die hier das Kloster gründeten, waren Augustiner Chorherren. Und die hatten im Anfang 12. Jahrhundert verfügten die schon über materielle Mittel und konnten dann auch gleich die Gebäude entsprechend groß bauen. Die Kirche ist offensichtlich von Anfang an dreischiffig, also sehr groß ausgelegt. Die bekamen sofort von allen Grundherren ringsherum entsprechende Schenkungen, sodass die nicht ärmer wurden, sondern die wurden immer reicher. Und das, was sie hatten, war extrem viel, viele Schenkungen, 70 Villigationen ringsherum. Und die waren auch entsprechend geschäftstüchtig, was den Hass der Bauern dann immer mehr steigerte zum Schluss. Ja. Aus welcher Zeit stammen denn diese Funde? Die Funde stammen aus der Zeit der Gründung des Klosters bis zum Ende. Das deckt so ziemlich, also Anfang 12. Jahrhundert bis Anfang 16. Jahrhundert decken unsere Funde die gesamte Klosterzeit ab. Jetzt gibt es ja auch viele private Menschen, die rumlaufen und nach solchen Stücken suchen. Ist denn das überhaupt was wert? Ist das was wert? Das ist natürlich kulturhistorisch wertvoll. Materiell ist es meistens nicht besonders wertvoll, aber kulturhistorisch. Was viel schlimmer ist, ist diese illegale Sondengängerei. Zerstört uns die Befundsituation. Wir entnehmen Sachen ja nur mit Hilfe einer Dokumentation. Und diese Dokumentation ist so ausgelegt, dass sie beweiskräftig ist. Wenn jetzt jemand irgendwo ein Loch im Boden macht und eine Sache entnimmt, hat er A, den Fund entnommen und B, den B-Fund zerstört. Das wissen die meisten Laien nicht, dass der Fund nur ein Teil der Geschichte ist. Wichtiger für Archäologen ist der B-Fund. Also sagen zu können, die Münze stammt aus dieser Strate. Also ist sie in dieser Zeit dorthin gekommen und nicht später dort einfach verloren gegangen. Ja, und das ist für eine Beweisführung sehr wichtig, weiß aber kaum ein Laie. Die Leute wollen, es glänzt, es sind Münzen, aber nicht so schön für uns. Die Fundstücke des zerstörten Klosters zeugen von einer prunkvollen Zeit und belegen den damaligen Luxus. Ein Großteil des religiösen Zentrums mag damals im Bauernkrieg zerstört worden sein. Doch seine Geschichte lebt nun in den wiederentdeckten Ruinen weiter.